Für einen Toaster hatte ich ein Konto bei der Deutschen Bank, wollt's kündigen. Sie sagten, du bist im Dispo-Punk. Ich hab das Konto nie benutzt, rief ich und sah sie grinsen. Sie sangen Kontoführungsgebühren und Überziehungszinsen. Und dann hörte mich der Mann hinterm Schalter schreien: Was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein. Das erzählt sich meiner Freundin am Telefon. Na, zumindest halb, ja, ihr denkt's euch schon. Die Verbindung brach ab, denn ich bin bei O2. Und dass die Verbindung ständig ab gehört da dazu. Und dann hörte mich die Frau in der Hotline schreien: Was denn das hier überhaupt? Aber ich halt ein Zerverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Dann bekam ich auch noch Besuch und der war komisch drauf. Die wollten unbedingt auf den Reichstag rauf. Ich blickte auf die Sitzung im Parlament, auf jene, die man Volksvertreter nennt. Und dann musste ich einfach von der Kuppel schreien: Ist das die Mitgliederversammlung vom größten Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, Scheißverein. Deshalb verhaftete mich dann die Polizei. Ich sag ja, ihr habt noch gefehlt, seid auch ein Scheißverein. Doch zum letzten Buchstaben, da kam ich nicht. Es spricht sich schlecht mit nem Schlagstock im Gesicht. Und jetzt höre ich alle nachts in ihren Zellen schreien: Ich erwarte dann hier überhaupt rein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Diese Häufung kann doch kein Zufall sein. Hier und da und überall ein Scheißverein. Bin ich paranoid? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaub, wir leben im Land der Scheißvereine. Scheißverein, so ein Scheißverein.